Der Tourismus in der Steiermark ist Corona-bedingt weiterhin in der Warteschleife. Auch die kleinstrukturierten Urlaub am Bauernhofbetriebe dürfen erst ab 29. Mai wieder ihre Zimmer und Ferienwohnungen vermieten. Der Verlust bis jetzt mehr als 12%. Mehr als 400 Betriebe sind es in der Steiermark, die Urlaub am Bauernhof anbieten. Wie sich diese Familien derzeit über Wasser halten, schauen wir uns bei einem Buschenschankbetrieb in Bad Schwanberg an. Eingebettet zwischen dem Sulmtal und der Choralm liegt der Buschenschank Eckfastel. Familie Kolleritsch ist gerade dabei, die Mindestabstände der Tische im Gastgarten nachzumessen. Das ist gleichzeitig Mathematikunterricht für Christoph und Alexandra. Und die Oma funktioniert den Hofladen kurzerhand in ein provisorisches Klassenzimmer um. Wir haben das relativ gut gemeistert. Der Vater und die Mutter, die helfen da ganz, ganz gut mit und betreuen auch die Kinder. Und somit geht die Arbeit draußen voran. Und das ist eigentlich jetzt unsere Hauptaufgabe, zum Schauen, dass wir alles so richten, dass wir sofort startbereit sind, wenn es losgeht. Zeit für Vorbereitungen hat man heuer genug. Buschenschankgäste dürfen ab 15. Mai kommen, Urlaubsgäste ab 29. Mai. In den Winzerhofzimmern sind derzeit die hiesigen Fliesenleger im Einsatz. Die Ferienwohnung wäre sofort buchbar. Aber alle, die Urlaub am Bauernhof anbieten, müssen bis Ende Mai warten. Wir hatten gehofft, dass es eine Ausnahme gibt für Urlaub am Bauernhof oder überhaupt für die kleinstrukturierten Betriebe. Die Problematik der Kontaminierung nicht so, weil ja keine Begegnungen sind oder keine Massenaufläufe sind. Im letzten Jahr wurden von Mitte März bis Ende Mai fast 67.000 Nächtigungen gezählt. Heuer gleich null. Die Urlaub am Bauernhof-Abteilung der Landwirtschaftskammer hofft auf einen starken Sommer für diese Familienbetriebe am Land. In der Steiermark ist es so, dass wir 66% sowieso Inlandsgäste haben. Und es sind jetzt schon zum Beispiel die Almhütten. Die Städter wollen ja raus, die wollen aufs Land. Die haben genug jetzt von der Stadt. Die Gäste zeigen ja Interesse, aber es ist halt ein ziemlich verhaltenes Buchungsverhalten natürlich, wenn ich nicht weiß, wann darf ich wieder. Ja. Die ältere Generation der Familie Kolleritsch geht mit Verlusten sehr erfahren um. Alt Sprichwort sagt, mach Pläne, damit Gott etwas zu lachen hat. Und das trifft in der Landwirtschaft ganz speziell zu. Es helfen die schönsten Pläne nichts, wenn es da oben nicht mitspielt. Und Corona ist ein Teil der Natur, wir müssen leben damit. Abwarten und Bretteljause essen. Bis die Gäste wiederkommen, werden Würstel verhackert und Brot frei Haus geliefert oder eben selber verspeist.